So, jetzt sind wir hier auf dem Weg zu den lebenden und laufenden Milchkännchen. Wie ihr da hinten schon sehen könnt, sind diese grünen Kanister links. Und da sind schon ein paar Kühe da. Oder Ochsen halt. Sieht man ja nicht von hier. Video nervt mich natürlich wieder mit seiner Kamera, weil er wieder die gleichen Aufnahmen machen muss wie ich. Mal gucken, wer gewinnt. So, hier ist jetzt der Hochsitz von dem Bauern. Ich werde jetzt gar nicht zu überlegen, wofür der hier ist. Bestimmt nicht, um Rehe zu schießen. Und hier, wenn man hier so zwischen den Hecke schaut, dann sieht man schon die ersten Heckrinder weiden. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen näher ranzukommen. So, ist nicht so ganz berauschend. Wir suchen uns mal ein besseres Plätzchen. Nur der Weg ist jetzt ein bisschen besser. Wir haben beide Gummistiefel an. So, da ist der Container mit dem Futterplatz. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. So, ich bin jetzt also direkt unter dem Hochsitz. Können wir mal sehen. Die Wiese ist ziemlich groß. Zieht sich bis weit nach hinten rein. Aber eigentlich sollen sie ja eher im Wald. Aber jetzt ist wohl Essenzeit, dem Hunger. So. Da das Grüne, das ist abgepacktes Stroh und gegen Regen mit Plastik geschützt. Der Bulle guckt uns auch ganz böse an. Jetzt sind wir auf dem gleichen Platz wie letztes Mal quasi. Ja. Wir haben sich da alle versammelt. Der Chef passt aufs Futter auf. Tja, so wirklich viel passiert jetzt hier nicht. Schauen wir mal da hinten. Noch ein paar Milchkännchen, die da rumstehen. So, das ist jetzt der Wald. Wie ihr seht, ist gar kein Ende zu sehen. Wir gehen da gleich mal dran vorbei und gucken mal, wie tief da ist. Wie viel Quadratkilometer oder Meter hat. Gucken. So. Nochmal Retour. Schubst die anderen Kühe nach Hause. So, jetzt haben wir das natürlich verpasst, dass er die gerade decken wollte. Das ist eine Kuh. Ich schau nochmal, kleinen Moment. Eine Kuh war das nicht. Das ist eine Kuh. So, hier kann man nochmal hervorragend den Boden sehen. Ziemlich feucht, schätze ich mal, könnte man dazu sagen. Aber lohnt sich allemal mal zu schauen. So. Erster Wald. So sind wir eine ganze Weile gegangen. Hier ist noch ein zweites Gatter mit dem Weg. Und da geht es weiter. Wir schauen da gleich nochmal.
So, ganz da hinten sieht man dann zwischen den Bäumen See. Also wie gesagt, der Grundwasserspiegel ist überall sehr hoch. Hier auch zwischen den Bäumchen. Kann man gut sehen, Wollwasserstellen. Nun ja. Also hier ist auch noch mal so eine Wasserstelle. Also der Wald lebt. Man hat schon überall die Vögel quietschen. Also, da innen drin kann man auch noch viel Wasser sehen. Hier wurden schon die Holzbalken erneuert. Ist ja klar, wenn das so feucht ist, dass sie dann immer abfaulen. Und es geht noch viel, viel weiter. So, das ist jetzt mal die andere Seite vom Waldstück. Ist nicht abgezäunt. Ist aber sehr naturbelassen. Da sieht man schon die Sonne. Da sind wir die erste Kurve gegangen. Das ist noch weiter die andere Seite. Grundwasserspiegel auch weiter hier, sehr hoch. Also, das ist der eingezäunte Teil. Ein richtiges Biotop. Da geht's weiter. Überall Wasser. Hier sind wir jetzt am Ende angekommen. Hier ist dann noch ein Gatter. Ein weiterer Hochsitz. Was schätzt du? Was schätzt du, wie... Ich filme nicht, ich fotografiere. Ob du schätzt, wie groß das ist, das Grundstück?
drüben ist eine alte Halde. Sind wir also auf dem hinteren Grundstück, also die Hinterseite vom Grundstück. Und das ist wieder der Wagen, das Gatter. So hier einen halben Quadratmeter da hinten, also ungefähr etwas mehr wie einen ganzen Quadratkilometer. Da hat man gerade einen Mäusebussard gehört, für das Miauen. So, jetzt schauen wir mal, ob man einmal ringsrum laufen kann. So, jetzt sind wir bei der letzten Seite. Das ist ein schmaler Weg. Sieht ja nicht so gut aus, ob wir da durchkommen, ist fraglich. So, schauen wir mal. So, muss ich mal eben das Akku wechseln. Da oben ist der Mäusebussard. Wie kriegst du den da drauf? Den kriege ich nicht drauf. Der sagt jetzt Bescheid, dass wir hier lang gehen. So, jetzt ist mal hier ein bisschen Bäumchen da. Wir uns den Weg versperren. Sollte wenigstens so sein. Aber wir haben uns entschlossen, da drunter herzukriechen. Mal schauen, was uns auf der anderen Seite erwartet. So, geschafft. Gibt ja nicht wirklich was, was einen aufhält. Ja, das sieht halb so schlimm aus. Da werden wir auch mal drunter. So. So. War immer noch reichlich außer Atem. Aber da ich so erkältet bin, ist also auch nicht so tragisch. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir hier ein riesiges Feld. Da haben sich Wildgänse angesiedelt. Bin mir jetzt nicht sicher. Sieht aus, als ob das die kanadische Wildgans ist. Aber müsste mal eigentlich noch näher rangehen, wie die macht Filme, macht Bilder. Schauen, ob wir das kombinieren können. Also irgendwas hat sie erschreckt. So, falls das Grundstück auch noch zu der Heckrinnenweide gehört, sind also mehr, wesentlich mehr wie ein Quadratkilometer, denke ich. Auch hier überall die Wassergräben. So, mal gucken. Sieht aus, als ob man da nicht mehr so durch kann. So, wir haben uns also entschieden, jetzt zurückzugehen. Mal schauen,
ob wir gleich nochmal die Heckrinder sehen. So, erstmal müssen wir uns hier durchwurscheln. Also auf der anderen Seite vom Gehege haben wir noch einen riesigen Buchenpilz gesehen, also einen Zunderpilz. BG versucht dann nochmal mit dem Foto zu bekommen. Hinten sieht man diese blöden Windräder. Zweimal vier Stück sind hier. So, jetzt sind wir quasi wieder am Ende. In so einer laufenden Milch kann ich jetzt nicht so sehen. Ja, und du hast da vorne. Na, sind noch weit weg. Ja. Wo sind die jetzt hier hin? So, gehen wir noch mal durch den super Weg. Immer rechts entlang. Hier lang. Hinten kommen Leute. Da. Und eins ist sicher. Ich warte und gucke mir an, ob die hier durchgehen. Da muss ich auch ein bisschen Spaß haben. So. Ich mache das jetzt mal aus. Ein bisschen Akku sparen. Und wir gucken erstmal, ob wir die Heckrinder noch mal finden und ob die Leute hier durchgehen. Hi. So, ihr seht, ist der Futterplatz leer. Weit und breit nicht zu sehen. Auch im Waldstück nicht. Oh, ich sehe nichts. Lass ruhig. Da, wo mein Finger hinzeigt. Was ist denn da? Da sind die Viecher. Viecher. Wo? Oh. Bei den Birken. Da sind überall Birken. Drei Birken da hinten. Ach, da hinten. Jo. Also, BG sagt das vorhin, da wo die Birken sind. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier Gegenlicht, ob man das sehen kann. BG macht ein Foto. Da sind die. Und nagen sich da einen ab. Das wird wahrscheinlich den Grund haben, dass Birken von allen Tieren gebraucht werden. Die jungen Zweige werden gefressen, die Knospen werden gefressen und auch die Blätter. So, jetzt haben wir schon das Volk hier rumwatscheln und so lange haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, sind hier also nicht lang gekommen. Ein paar Fahrradfahrer sind hier durchgefahren. Geworfen. Ich weiß nicht, ob der Tierarzt das absichtlich hinwirft, eher nicht. Vielleicht durch den Wind rausgeflogen. So, aber hier ist ja dann noch ein Weg und ich denke mal, wir werden die nächste Runde, wenn wir mal da reinlaufen und schauen, was es da zu entdecken gibt. So, das ist hier. Okay, das war's für heute. Bis dann, jemand liest sich. Tschüss.